Der Anwalt des mutmaßlichen Paris-Attentäters Salah Abdeslam wirft der Pariser Staatsanwaltschaft vor, gegen das Untersuchungsgeheimnis verstoßen zu haben. Die französische Staatsanwaltschaft hatte Einzelheiten der ersten Vernehmung Abdeslams durch die belgischen Behörden öffentlich gemacht. Ich glaube, unser Bundesanwalt war, das muss man sagen, sehr zurückhaltend. Er war sich der Vertraulichkeit der Untersuchung bewusst. Der französische Staatsanwalt hingegen hat aus dem Verhörprotokoll zitiert. Dies ist eine schwerwiegende Verletzung des Amtsgeheimnisses. Der Anwalt will am Montag Klage gegen den Pariser Staatsanwalt François Millon einreichen. Es geht um dessen Mitteilung, Abdeslam habe den belgischen Fahndern bestätigt, er sei am Stade de France gewesen und habe vorgehabt, sich in die Luft zu sprengen. Danach habe er einen Rückzieher gemacht. Dies steht im Widerspruch zu anderen Aussagen. Den Männern, die ihn nach den Anschlägen von Paris nach Belgien zurückgebracht haben, soll Abdeslam gesagt haben, er habe Menschen mit der Kalaschnikow umgebracht.